Dieser Himbeerstrauch hinter mir wird bald umgesetzt und die Gründe, warum dieser Strauch umgesetzt werden muss und wie ich seine neue Stelle vorbereiten werde, damit die Pflanze im Herbst dann gut anwachsen kann, werde ich euch nach dem Intro zeigen. Der Himbeerstrauch muss deshalb seinen Standort wechseln, weil dort, wo er steht, nämlich am Erdbeerbeet, befindet sich auch die Garage von meiner Nachbarin und wir müssen halt darauf achten, dass da keine Pflanzen, Äste, Mulchmaterial oder auch irgendwelche Früchte, verfaulte, an die Wand rankommen und diese dann eventuell verfärben, weil das führt eigentlich letztlich nur dazu, dass die Wand neu gestrichen wird und mein Vater hat dann die Angst, wenn dann irgendwelche Verfärbungen kommt und dass man uns nachweisen kann, dass mein Vater halt dann für die Maler bezahlen muss. Deswegen möchte er einerseits das vermeiden, um halt Geld zu sparen und auch den Streit mit der Nachbarin, auch wenn sie manchmal sehr penetrant diesbezüglich ist und mein Vater immer wieder darauf hinweist. Und deswegen ist auch mein Vater dann, übertreibt auch manchmal ein bisschen, hat dann auch die Himbeere mit dieses Jahr mit Bambusstecken so fixiert, also so ein sporadisches Spalier mit 3 Bambusstäben und hat dann da die hat dann so Seile rumgesponnen, auch fast 1 Meter weg von der Wand, damit halt da die Himbeere nicht rankommt mit ihren Trieben. Und ich habe es mir schon auch oft gesagt, dass man vielleicht ein richtiges Spalier hinmachen könnte, so dass halt dann die Himbeere da überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, an die Wand ranzukommen. Man muss auch nicht so viel Platz lassen. Das war für ihn meistens immer eine gute Idee, hat aber jedenfalls bei ihm auch an der Umsetzung dann immer gescheitert. Und letztlich hat er sich jetzt einfach dazu entschieden, dass wir die Himbeere ganz woanders hinsetzen. Und ich respektiere einfach seinen Wunsch, weil das ist sein Grundstück, das ist sein Haus. Er hat die Verantwortung, deswegen hat er auch die Autorität. Ich werde auch nicht viel diskutieren mit ihm. Er hat die Entscheidung getroffen. Und von daher habe ich einfach für ihn das Loch vorbereitet, wo die neue Himbeere hinkommt. Und da nochmal versucht, verschiedene organische Materialien und Methoden damit reinzubringen, damit sich da schnell gute Erde entwickelt und die Himbeere gut anpflanzt. Und von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber zum Loch und ich zeige euch einfach die Vorbereitungen, die ich dort getroffen habe. Mein Vater hat sich für die Stelle hier hinten im Eck neben den Folientunnel entschieden, um hier die neuen Himbeeren zu pflanzen. Also wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt ein etwas tieferes Loch gegraben. Das ist jetzt ungefähr 2 Spaten tief und das haben wir einfach aus dem Grund gemacht, dass hier ziemlich stark verlehmter Boden ist und auch ziemlich hart und halt auch die Wurzeln von diesem falschen Lorbeer hier auch ziemlich penetrant sind und die werden auch schon in den Tunnel reingewachsen und deswegen wollten wir jetzt einfach hier die Erde ein bisschen auflockern, mehr Leben damit reinbringen, weil hier, wie ihr sehen könnt, hier ist überhaupt gar keine schwarzanteilige Erde mit dabei, ist einfach nur alles lehm und mineralisch und jedenfalls einfach 2-mal Spaten tief, damit wir da die ganz tief am Boden erstmal den Bokashi reintun können. Mehrere Eimer habe ich hier reingeworfen und da ein bisschen Erde drauf und danach in den nächsten Schritten wird dann die andere Erde, die wir jetzt hier so aufgeschüttet haben, dann mal zusätzlich mit Pferdemist, ein Gemisch Pferdemist, Gartenerde und vielleicht noch ein bisschen Kompost mit hinzugefügt, damit wir einfach hier eine viel bessere Erde dann bekommen. We'll be right back.
Wochen sind nun abgeschlossen, also kurz Löcher gegraben, ganz unten den Bokashi rein, Erde ein bisschen aufgeschüttet, dann ein bisschen Laub- und Holzschnitte, darauf dann wieder ein bisschen Erde, Mist, dann wieder die Erde drauf und oben halt das ganze Mulchmaterial, ein bisschen Hügel entstanden. Da warte ich jetzt, wenn es dann regnet und die Regenwürmer dann alles umsetzen mit den Bakterien, dass sich das dann alles wieder setzt. Die Himbeere, die werden wir dann so circa Oktober, November umsetzen. Wenn halt dann die ganzen Blätter zum Beispiel abfallen und der Saft nicht mehr enttrieben ist und nicht mehr für die Früchte benötigt wird und fürs Wachstum, sondern mehr an die Wurzeln, dann werden wir die Himbeere großflächig ausgraben, damit halt dann so viele Wurzeln wie möglich mit ausgegraben werden, dass wir nicht einen zu großen Schaden haben und sie halt dann auch den Winter übersteht. Aber bis dahin hat es jetzt noch Zeit. Ich wollte euch einfach jetzt hier die ganzen Vorbereitungen zeigen, wie ihr jetzt, auch wenn ihr jetzt neue Bäume reinsetzt oder plant, neue Bäume oder Sträucher reinzusetzen, wie ihr zum Beispiel das Loch optimal vorbereiten könnt, damit eure Pflanzen, eure Bäume einen optimalen Start haben. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben geben, kommentieren, abonnieren, dabei auch die Glocke nicht vergessen. Und wer weiteres Interesse hat von mir, von meinem Projekt, welche Dienstleistungen ich euch noch anbiete und welche Produkte, findet ihr alles unten in der Webseite. Die ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.